Ich fühle mich ja wirklich erinnert. Ich habe mal 2019 eine Silvesterparty im Bundestag gemacht mit politischer Information. Politische Mitstreiter waren eingeladen und Gäste aus Brandenburg. Und dann titelte später die Zeitung: Darf er das? Natürlich darf man das. Genau das Gleiche passiert jetzt wieder. Ich verwende künstlich Intelligenz hergestellte Bilder in meinen Social-Media-Kanälen. Viele von Ihnen haben das sicherlich schon mal gesehen. Und jetzt kriege ich die ganze Zeit Anrufe von der Presse. Darf man das? Und die Antwort ist ganz klar. Natürlich darf man das. Ja, es ist sogar eigentlich sinnvoll. Was machen wir mit KI-basierten Bildern und wozu sind sie eigentlich in der Politik? Auch meiner Meinung nach sehr wichtig. Es geht darum, dass wir Dinge illustrieren, wie sie sind, aber wofür es kein Fotomaterial gibt. Das heißt, es geht nicht um reale, existierende Szenen, die mit einem Fotoapparat etwa in einer Pressedokumentation aufgeführt wurden, sondern es geht um die Illustration von Sachverhalten. Es geht um die Illustration dessen, wie die Welt wirklich ist, oder aber auch welche Meinung wir als politische Kraft und auch ich insbesondere als Mitglied des Bundestags vertreten. In diesem Rahmen haben wir viele unterschiedliche Grafiken gemacht. Übrigens, wir erstellen rund 50 Grafiken pro Grafik, die tatsächlich gepostet wird, weil wir entsprechend wirklich gucken, dass wir das Bestmögliche herausarbeiten. Und wir hatten zum Beispiel eine hübsche Frau mit einer Zeitung, wo wir darüber berichteten, dass die NZZ beispielsweise das neue Westfernsehen der heutigen Bundesrepublik für Deutschland ist. Es gibt unser EU-Monster, das haben wir erstellt, um darzustellen, wie übergriffig die Europäische Union oft gegenüber der nationalen Souveränität und gegenüber dem deutschen Staat ist. Und wir haben die Horde von Migranten beispielsweise, wie sie brüllen und in Berlin die Straßen unsicher machen. Oder auch zum Beispiel das Bild eines doch brüllenden Klimaaktivisten, der sich auf der Straße festgeklebt hat. All das sind natürlich keine realen Aufnahmen, das wissen wir. Es sind computergenerierte Grafiken, aber sie zeigen doch die Essenz dessen, was das ausmacht. Der Klimaaktivist, der eben tatsächlich sich geriert als brüllender Affe, der auf der Straße sitzt. Ja, das ist eine adäquate Beschreibung, weil er nämlich gegen jede Rechtsstaatlichkeit und gegen jedes Demokratiegebot Verkehr und Anstand in Deutschland blockiert für seine eigenen egomanen, egozentrischen Ziele. Und ganz besonders heiß kritisiert Karl Lauterbachs Vampirfoto. Aber natürlich, Karl Lauterbach, einer, der die ganze Zeit die Rechte der Patienten, der Bürger in Deutschland beschnitten hat, durch seine Impfpflichtorientierung, durch seinen Ausschluss von Menschen aus dem Gesundheitssektor, die nicht geimpft waren, dessen einziges Ziel war, dass sich möglichst viele Menschen diese Spritze geben, aufgrund von Pharmainteressen. Das ist in der Tat ein Geist, wie er auch bei Monster- und Vampirkreaturen vorherrscht. Deswegen ist eine solche Verfremdung, glaube ich, künstlerisch absolut gerechtfertigt. Viele Presseleute haben ja dann insbesondere Fragen zu dem Migrantenbild gestellt und haben gemeint, oh, das ginge ja nicht und weiß ich, welchen Befehl wir da eingegeben hätten und so weiter und so fort und ob das nicht überzeichnet sei. Und mal ganz ehrlich, gerade zu diesem Bild will ich ganz ehrlich erklären, vergleichen wir mal dieses Bild, das ist echt relativ sanft, im Vergleich zu den Aufnahmen der Silvesterkrawalle in Berlin. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie der Feuerlöscher ins Feuerwehrauto flog, wie die Horden dort durch die Straßen zogen. Da ist ein solches Bild noch relativ angemessen. Und wenn ich mir angucke, was mir die polnischen Grenzschutzbeamten gezeigt hatten, dieses Video zeige ich nicht, weil es wirklich zu grausam ist, wie eine Frau als lebendige Brücke über den Grenzzaun benutzt wurde, der ja mit so Drahtseil abgesteckt war und dabei verstarb, damit illegale Migranten Polen stürmen können, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bildet ein solches Bild natürlich nicht ein konkretes Ereignis ab, aber durchaus die Realität der Brutalität, die von gewissen und eigentlich auch den allermeisten illegalen Migranten beim Grenzübertritt an den Tag gelegt wird. Wir müssen als Politiker den Mut zur Wahrheit haben. Wir können nicht immer alle Bilder schön malen, so wie die CSU eine bayerische grüne Wiese nach der anderen postet. Erstens sind in Bayern auch nicht alle Wiesen grün. Und zweitens ist die Welt leider nicht mehr so in Ordnung, wie uns die etablierten Parteien das vermitteln wollen und wie es auch in Stockfotos zum Beispiel oft der Fall ist und vermittelt
wird. Wir haben ein massives Problem mit krimineller, illegaler Migration. Wir haben ein massives Problem mit der Duldung illegaler Machenschaften rund um die Klimasekte Greta Thunberg, aber auch die letzte Generation Klimaaktivisten, die gefühlt alles dürfen. Wir haben ein massives Problem mit der Deindustrialisierung unseres Landes durch diese Klimapolitik. Wir haben eine massive Problematik mit der Europäischen Union, die wirklich monsterhaft in unsere nationale Souveränität und demokratische Entscheidungsfindung einfällt. Und kein Bild ist überhaupt drastisch genug, um diese grauenhafte Realität adäquat abzubilden. Eine Sache davon allerdings nicht. Und das ist, in Montagen von Fotos beispielsweise Dinge darzustellen, die nicht passiert sind, und sie anderen Leuten unterzuschieben, sie hätten das oder jenes getan. Eine solche Sache wird es aus meinem Büro nie geben. Wir werden niemals Fotos dann verwenden, die künstlich erzeugt sind, sondern wir werden illustrieren, Meinung erläutern, Meinung erhellen, Fakten durch passende Bilder unterlegen. Und dass wöchentlich 1500 Migranten ins Land kommen, das ist ein Fakt, den uns die deutsche Polizeigewerkschaft da auch bestätigt hatte. Ein Fakt, den wir einfach bebildert und untermalt haben. Ja, künstliche Intelligenz ist ein Neuanfang in der medialen Kommunikation der Politik, weil sie ermöglicht, dass das, was bisher nur mit Photoshop oder Illustrator mit stundenlanger Arbeit möglich war, eben jetzt auch durch künstliche Intelligenz sehr stark verschnellert produziert werden kann. Allerdings tut es meiner Meinung nach dem politischen Diskurs nur gut, wenn wir Dinge adäquat illustrieren. Unser Land ist in einer bedrohlichen Lage. Und je mehr Menschen darauf aufmerksam werden, desto besser.